Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen heute Nachmittag hier im Fraktionssitzungssaal der Union zum zweiten Teil dieses Nachmittags hier zum Panel über urbane Mobilität. Ich begrüße ganz herzlich, ich fange mit den Damen an, so wie sich das natürlich gehört, der Dame, Frau Dr. Nikuta von der BVG. Ich begrüße Herrn Tillmann Bracher von dem Deutschen Institut für Urbanistik. Ich begrüße zu meiner Rechten Herrn Ulrich Sieberg vom ADFC, Herrn Jens Wieseke von dem Berliner Fahrgastverband und unseren Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Norbert Bartle. Ja, ich freue mich, dass wir hier dieses Panel zur urbanen Mobilität durchführen können. Sie hatten ja schon einen ersten, wie wir mitbekommen haben, interessanten Teil dieses heutigen Fachkongresses. Die Herausforderungen der Mobilität bei zunehmender Urbanisierung, weiterem Verkehrswachstum, insbesondere in den Städten, und einer ganz einfachen Beschreibung: begrenztem Platz, den wir in den Städten haben, stellt uns sicherlich mit vor die größte Aufgabe im Bereich der urbanen Verkehrspolitik. Es geht heute also um die Frage, welche spezifischen Stärken kann man zur Geltung bringen, natürlich den ÖPNV, das Fahrrad, die Attraktivitätssteigerung der immer noch durchaus zahlreich überzeugten Autofahrerinnen und Autofahrer, auch in Berlin, mit dem Schwerpunkt emissionsarm, sicher, multimodal wollen wir in diese Diskussion einsteigen. Die fünf Fachleute konnte ich schon begrüßen. Und ich würde, nachdem wir auch etwas in Zeitverzug sind, auch gleich in die erste Runde unmittelbar einsteigen wollen, mit der Möglichkeit hier jedes Teilnehmers am Podium einfach durch ein kurzes Statement die Schwerpunkte im eigenen Bereich zum Thema zu benennen und aufzuzeigen. Und ich mache es vielleicht jetzt wieder so. Ich beginne bei Ihnen, Frau Dr. Nikuta. Ich darf Sie um einen kleinen Einblick auch aus der täglichen Praxis des BVG bitten. Was ich hier oben gerade schon mitgehört habe, war spannend. Ich bin gespannt, ob Sie es auch allen erzählen werden. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Abgeordneter. Ja, mein Eingangsstatement. Ich komme gerade von der Podiumsdiskussion zum Thema Smart City, die sehr, sehr spannend war. Und ich habe erstmal die Langfristperspektive. Wir müssen uns heute Gedanken machen, wie wir die Mobilität in den Städten für die nächsten 30, 40, 50 Jahre organisieren. Nicht für die nächsten 3, 4 Monate oder Jahre, sondern die nächsten Jahrzehnte, denn die Verkehrsinfrastruktur, und das ist die Grundlage für die gesamte Leistungsfähigkeit unserer Städte, das ist ein sehr langfristiges Gut. Hier haben wir Abschreibungsdauern von 100 Jahren, von 50 Jahren, von 30 Jahren. Und aus diesem Grund lege ich das Augenmerk auch zu Beginn darauf, dass ich sage, wir müssen sehr langfristig in diese Verkehrsinfrastruktur investieren. Denn wenn ich mich heute entscheide, etwas auszubauen, eine U-Bahn oder ähnliches, habe ich sie in 10, 20 Jahren, nicht eher. Wenn ich die Entwicklungen von Städten mir angucke, dann muss ich jetzt mir überlegen, wie werde ich die Mobilität organisieren, und ich darf es nicht wieder zu der Situation kommen lassen, in der wir heute sind. Ein gewisser Sanierungsstau deutschlandweit im kommunalen ÖPNV von rund 4 Milliarden Euro.
Gleichzeitig wachsende Innenstädte den Bedarf nach mehr öffentlichem Nahverkehr in unseren Städten. Die Lebensqualität unserer Städte, die Umweltbilanz und ihre wirtschaftliche Stärke hängen von der Infrastruktur ab, hängen aber zunehmend auch von intelligenten Verkehrslösungen, smartem Verkehrsmanagement und deren Vernetzung ab. In diesem Sinne, Herr Lange, Sie sagten BVG, neue Mobilitätskonzepte im Nahverkehr, da sind wir mittendrin, denn wir glauben, dass der ÖPNV das Rückgrat dieser neuen Mobilitätskonzepte sein muss. Wenn ich nur eine umweltfreundliche Stadt haben möchte, dann muss ich darauf setzen, der ÖPNV ist das Rückgrat. Fahrräder, Fußgänger, Autos, alles wichtig, aber Umweltfreundlichkeit heißt, ich habe Elektromobilität, ich habe große Gefäße, große Fahrzeuge, wo viele Menschen drinnen fahren. Essentiell für uns das Thema Elektromobilität, denn wir haben es schon. Berlin war die erste Stadt, in der es eine elektrische Straßenbahn gab, weltweit. Also nur kurz zur Erinnerung, rund 70% unserer Fahrgäste fahren heute schon elektromobil, nämlich mit U-Bahn und Straßenbahn. Die restlichen 30%, und das ist das Thema Elektromobilität, was heute so häufig diskutiert wird, fährt im Moment in emissionsarmen Dieselbussen durch die Stadt, die aber auch Emissionen herausbringen. Hier ist das Thema Elektromobilität in aller Munde und ich bin sehr froh, dass Greenpeace es auf den Punkt gebracht hat, dass das E-Auto eben nicht die Lösung ist, weil es auch im Stau steht, weil es auch Platz verbraucht, sondern der große Wurf, die Elektrifizierung des gesamten ÖPNVs ist. Da sind wir in einem ersten Test. Wir fahren 4 Elektrobusse auf einer hochfrequentierten Linie. Seit Herbst letzten Jahres, ehrlich gesagt, mit sehr mäßigem Erfolg. Bisher stehen diese 4 Busse überwiegenderweise und fahren nicht, denn die Industrie hat hier noch echte Hausaufgaben zu machen. Es ist ein vom Bund gefördertes Forschungsprojekt, glücklicherweise. Und hier machen wir gemeinsam mit dem Bundesministerium unsere Erfahrungen. Wir setzen darauf, wir werden dazu kommen, dass wir hier viel, viel mehr Druck machen. Das wird der Weg sein. Da lässt sich noch vieles verbessern. Aber eben auch bei den ganz vielen normalen Dingen, Ampeln, Busbeschleunigung, hier kann ich noch eine ganze Menge machen mit unseren Bordmitteln. Und wir brauchen einfach diesen strategischen Gesamtansatz für unsere Städte, wie Mobilität zukünftig aussehen kann, alles integrieren kann. Und deshalb freue ich mich sehr hier auf die Diskussionsrunde. Herzlichen Dank. Ja, danke, Frau Dr. Nikutta. Ich darf gleich weitergeben, Herr Staatssekretär, lieber Norbert Bartle. Das Bundesverkehrsministerium, haben wir gerade schon gehört, fördert dieses Projekt der E-Busse. Das ist ja ein Segment. Das Ministerium hat auch in diesem Zusammenhang mehrere diverse Schwerpunkte. Ich darf um das kurze Eingangsstatement bitten. Ja, gerne. Mache ich gerne einen Versuch, einen kleinen Überblick zu geben über das, was wir, muss ich näher ran, über das, was wir bereits machen. Vielleicht zunächst als erster Satz vorab. Mobilität ist aus Sicht unseres Ministeriums eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür, dass wir Wachstum haben, dass wir wirtschaftlichen Erfolg, Wohlstand sichern können, dass wir gesellschaftliche Teilhabe gewähren können. Also Mobilität ist das Schlüsselwort für uns und deshalb sagt mein Minister Alexander Dobrindt immer wieder, ohne Mobilität keine Prosperität. Den Satz wiederhole ich gerne. Mobilität setzt aber auch eine funktionierende Infrastruktur voraus und deshalb tun wir viel, um einerseits das, was an Erhaltungsrückständen besteht, aufholen zu können, andererseits auch für künftige Herausforderungen entsprechend zu investieren. Wir haben deshalb die Investitionsmittel für die Jahre 2016 bis 2019 enorm gesteigert, 49% mehr für den Bereich Verkehr und digitale Infrastruktur in diesen Jahren. Das ist ein Investitionshochlauf, wie es ihn nirgendwo sonst in Europa gibt und wie es ihn auch in der Geschichte unseres Hauses noch nicht gegeben hat.
allein 40% mehr für Infrastruktur, Straße, Schiene, Wasserstraße als 4 Jahre zuvor. Das, glaube ich, kann sich sehen lassen. Dass Mobilität allerdings gerade was Stadt und urbane Entwicklung anbelangt, zunächst mal eine Aufgabe von Ländern und Kommunen ist, will ich auch nicht verschwiegen haben. Aber wir als Bund haben dann natürlich damit zu versorgen, dass die Rahmenbedingungen stimmen und entsprechende Dinge auch gefordert werden. Was die Aussagen von meiner Vorrednerin, Frau Nikutta, anbelangt, da stimme ich voll zu. Der ÖPNV wird auch künftig das tragende Rückgrat einer Stadt- und Regionalverkehrsinfrastruktur bleiben müssen. Deshalb unterstützen wir als Bund den ÖPNV der Länder mit mehr als 9 Milliarden Euro pro Jahr. Wenn ich das vielleicht kurz aufschlüsseln darf, die Länder erhalten 1,336 Milliarden über das Entflechtungsgesetz bis einschließlich 2019. Dann fließen 332,6 Millionen Euro über die GVFG-Bundesprogramme auch über 2019 hinaus in die Länder. Und dann wurde ja noch vereinbart, dass man die Regionalisierungsmittel auf 8 Milliarden erhöht und ab 2017 dann um jährlich 1,8% steigen lässt. Allerdings ist da die horizontale Verteilung noch nicht ganz geklärt. Das müssen die Länder noch unter sich ausmachen. Ich will auch erwähnt haben, weil das für urbane Verkehre bedeutsam ist, dass wir die Mittel für den Radverkehr im Jahre 2016 jetzt auf über 100 Millionen aufgestockt haben. Damit ist der Investitionshochlauf für den Radverkehr noch größer als unser allgemeiner Investitionshochlauf. Das will ich auch mal betont haben. So viel hat noch keine Vorgängerregierung für Radverkehr ausgegeben wie wir. Da haben wir richtig Gas gegeben. Warum? Weil wir Radverkehr nicht nur im urbanen Zusammenhang als einen wichtigen Einstiegsanker betrachten für die Vernetzung von Verkehren, für Intermodalität, wie man so schön sagt, der Verkehrsträger. Radverkehr ist vor allem vor dem Hintergrund, dass es zunehmend mehr E-Rad, also Elektrobikes gibt und Pedelecs gibt, ein unglaublicher Hochlauch auf in dem Bereich, für uns sozusagen, ich sage salopp, eine Art Einstiegsdroge in die Elektromobilität. Wo sehen wir Chancen? In der Digitalisierung in allererster Linie, aber vor allem auch in innovativen Entwicklungen, durchgängige elektronische Fahrplaninformationen zum Beispiel oder die Einführung eines flächendeckenden, interoperablen elektronischen Fahrgeldmanagements, E-Ticketing genannt. Wir sehen große Chancen für die zukünftige Entwicklung in der Förderung von Verleihsystemen, sowohl was Fahrräder als auch Autos anbelangt, Carsharing-Flotten, vernetzt mit dem ÖPNV. Da sehen wir große Zukunft. Ich will auch noch erwähnen, dass wir viel dafür tun, um den Energieverbrauch im Verkehrssektor zu reduzieren. Mit unserer Kraftstoffstrategie, also Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie des Bundes, MKS abgekürzt, fördern wir neue Antriebstechnologien, insbesondere auch um CO2-Ausstoß zu mindern. Deshalb hat Elektromobilität für uns eine Schlüsselfunktion, um langfristig Verbrenner weitestgehend ersetzen zu können. Dafür geben wir auch viel Geld aus für die Forschung, für die Entwicklung. Wir unterstützen Kommunen bei der Beschaffung von elektromobilen Antriebssystemen, wobei wir nicht nur an Autos denken, sondern an alle Verkehrsträger, Busse, LKWs, Straße, Schiene, Wasserstraße, Luft, also über alle Verkehrsträger hinweg wollen wir Elektromobilität fördern. Das, was hier in Berlin bereits angesprochen wurde, ist ein Stück weit ein Pilotprojekt, wie es teilweise auch in anderen Städten schon läuft. Da sammeln wir Erfahrungen und dann hoffen, damit besser in die öffentlichen Transportsysteme reinzukommen, was Busse anbelangt, aber auch Lieferverkehre und ähnliche kommunale Flotten. Ladestationen sind dafür eine wichtige Voraussetzung. An den Autobahnen entstehen jetzt überall, an allen Raststätten 400 Schnellladestationen. Wir müssen aber auch in die Kommunen hinein, in die öffentlich anlaufbaren Ladestationen. Bundesminister Dobrindt hat bekannt gegeben, dass er in den nächsten Jahren 15.000 öffentliche Ladepunkte bezuschussen will mit insgesamt 300 Millionen Euro, damit man wirklich eine flächendeckende Ladeinfrastruktur für Elektromobile bekommt. Wenn es uns dann noch gelingt, in die Firmenflotten der Privaten hineinzukommen,
also in deren Dienstwagenbereich und in Firmenflotten, dann entsteht auch ein Gebrauchtwagenmarkt und den sehen wir wiederum als Voraussetzung dafür an, dass der Markthochlauf auch tatsächlich stattfinden kann. Lassen Sie mich ganz kurz noch erwähnen, das sogenannte Hamburger Modell. Ich war gerade am Montag in Hamburg zu einer Veranstaltung. Die Hamburger sind so vorgegangen für ihre öffentliche Verwaltung, für alle kommunalen Einrichtungen vom Pflegedienst bis zur Straßenmeisterei, dass immer dann, wenn ein neues Auto beschafft werden muss, man nicht mehr nachweisen muss, warum man kein Elektroauto kauft, sondern man muss nachweisen, warum man kein Elektroauto beschafft und nicht umgekehrt, wie es bisher ist, warum man ein Elektroauto beschafft. Also die haben die Beweislast umgekehrt. Das hat sich als sehr erfolgreich erwiesen, weil Hamburg jetzt inzwischen eine Flotte von über 1000 Elektrofahrzeugen hat, die auf diese Art und Weise beschafft worden sind. Mein Ministerium versucht auch als Vorbild voranzugehen. Wir haben in unserem Fuhrpark 30% bereits elektrisch. Wir wollen bis Ende dieses Jahres 50% aller unserer Fahrzeuge elektrisch haben, wobei ich zugestehe, dass wir da selbstverständlich die Plug-in-Hybride mit dazu rechnen. Aber 50% ist, glaube ich, eine gute Zahl. Und wenn Sie sich hier in Berlin ein bisschen umgucken, dann werden Sie feststellen, dass sowohl mein Minister als auch die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre sehr häufig elektrisch in Berlin unterwegs sind. Danke. Ja, danke, Norbert Bartle. Herr Bracher, das Deutsche Institut für Urbanistik arbeitet ja an einem großen, umfangreichen Themenspektrum, aber natürlich auch an dem Thema wissenschaftlich, aber auch praxisnah urbane Mobilität. Ich darf Sie bitten. Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank auch für die Einladung. Bei uns bündeln sich Erfahrungen und Diskussionen aus etwa 120 Städten. Das sind unsere Zuwender. Und die Lage ist in den Städten eigentlich von der Problemlage her ziemlich vergleichbar. Wir haben steigende Ansprüche an die Lebensqualität in den Städten. Die Renaissance der Stadt heißt, die Stadt wird als Wohnstandort zurückerobert. Sie wird stärker als Zentrum der Regionen wahrgenommen. Oft bündeln sich auch die Funktionen immer stärker in den großen Städten. Die Wertschätzung städtischer Lebensqualität steigt. Wir haben steigende Ansprüche an die Qualität des öffentlichen Raums, die Qualität der Straßen, auch von Fußgängerseite her. Und wir haben neben wachsenden Einwohnerzahlen auch wachsende Pendlerzahlen. Und das ist ein großes Thema. Auf der Schattenseite, das haben wir ja vorhin auch schon gehört, stehen zunehmend überfüllte Fahrzeuge des öffentlichen Personennahverkehrs, mit Pendlern gefüllte Eisenbahnen, es gibt zu schmale und zugeparkte Gehwege, volle Fahrspuren, Lärm- und Feinstaubbelastungen und Unfälle. Dazu kommt die Anforderung infolge des Klimawandels an die Dekarbonisierung und das heißt, das Verkehrssystem muss sich grundlegend verändern. Wir stehen in den nächsten Jahrzehnten vor einer grundlegenden Transformation des Verkehrs. Diese Veränderung ist der Dreiklang der integrierten Verkehrsplanung. Das ist eigentlich in den Hochschulen seit mehreren Jahrzehnten bereits Stand der Lehre. Stärker denn je brauchen die Städte eine kluge, verkehrsvermeidende Stadtplanung, kurze Wege, gute Organisation der Einrichtungen. Sie brauchen eine effizientere Nutzung der Verkehrsmittel. Das heißt, auch die leeren Plätze im Pkw können effizienter genutzt werden durch Fahrgemeinschaften, Gemeinschaftsfahrten und solche Dinge. Und es geht um die Verlagerung von Autofahrten auf die nicht motorisierten Verkehrsmittel und auf die öffentlichen Verkehrsmittel. Dieser Dreiklang ist eigentlich überall auch in den Verkehrsentwicklungsplänen dargelegt, niedergelegt, aufgeschrieben. In der Praxis sieht die Situation aber zum Teil völlig anders aus. Und man merkt gerade in der Verkehrspolitik, dass dort eben nicht nur Verkehrsthemen oder das Verkehrspolitische eine Rolle spielt, sondern es ist auch Industriepolitik. Die Diskussionen in einer Stadt wie Hamburg werden stärker vom Hafen dominiert, in einer Stadt wie Frankfurt vom Flugzeug, in einer Stadt wie Stuttgart von Automobil. Und dort kommt dann eben nicht immer bei der Verkehrspolitik tatsächlich das raus, was auf der Zielebene mal beschlossen wurde. Also hier gibt es auch ein Umsetzungsproblem. Und ich möchte bei aller Euphorie über die von Herrn Bartle angesprochenen Themen, die wichtig sind, über die Chancen von Carsharing, von Elektromobilität, von Smart City, künftig werden wir vielleicht autonome Autos haben, auch im allgemeinen Verkehr, oder Schnellradwege werden inzwischen diskutiert. Über das wird allenthalben diskutiert, aber wenn wir uns die
Wirtschaftlichkeit und vor allem die Mengenverhältnisse anschauen, sind das kleine Themen. Wir haben in der Bundesrepublik pro Tag etwa 28 Millionen Fahrgäste in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir haben übrigens genauso viele Fahrräder, Radfahrer, etwa 28 Millionen pro Tag. Und was die ganzen neuen Themen angeht, sind es im Tausender, Zehntausender oder allenfalls Hunderttausender Bereich. Und selbst wenn wir beim Auto die Millionen Elektroautos erreichen, haben wir dann gerade mal 2% oder 2,5% der Automobilflotte elektrisch. Also das Thema ist eigentlich von der Menge her ein Thema, das man anders ernst nehmen muss als nur Förderung von neuen guten Ideen. Von daher denke ich, die wichtige Botschaft ist, wir müssen uns auch auf den Massenverkehr konzentrieren. Die Städte werden entlastet, wenn diese Massenverkehrsmittel, Fahrrad und öffentlicher Verkehr, tatsächlich wieder ordentlich gefördert werden. Und gerade beim öffentlichen Verkehr, wir haben es ja schon gehört, gibt es durch die Veränderungen der letzten Jahrzehnte oder Jahre in der Verkehrsfinanzierung ganz große Probleme. Es geht nicht nur um die Investitionen, es geht auch in vielen Städten um die Betriebskosten. Die können gerade mittlere und kleinere Städte können die Betriebskosten nicht mehr aufbringen, müssen Takte ausdünnen. Und genau die gegenteilige Entwicklung tut eigentlich Not. Auch im Pendlerverkehr, die Regionalbahnen bringen den Städten die Entlastung, weil die Pendler eben die Straßen und Parkplätze verstopfen und auch dann das Emissionsproblem eigentlich darstellen. Ja, danke. Danke, Herr Bracher. Herr Sieberg, Sie sind sehr aktiv in der Fahrradpolitik beim ADFC. Was bedeutet für Sie die urbane Mobilität? Ja, einen schönen guten Tag von meinerseits. Der Thürmann Bracher hat das ja schon richtig auf den Punkt gebracht. Wenn das alles so schön wäre, dann könnten wir uns zurücklegen als ADFC und einfach nur Freizeitrad fahren. Das ist ja nicht so. Gerade in den Städten, wir wissen, haben wir ja im Eingangsstatement von Professor Hensch gehört, dass die Städte wachsen. 75% in den nächsten Jahren werden die Menschen in deutschen Städten leben. In Ausland, China, brauchen wir ja nicht erzählen, was da schon los ist. Da kommt man ja retro jetzt sozusagen. Man kommt wieder zu anderen Verkehrsformen. Wenn das alles so schön wäre, könnte ich wieder Freizeit radeln. Aber um was geht's? 30 Millionen Radfahrer jeden Tag, die brauchen Platz. Die brauchen Platz in der Stadt und den haben sie einfach nicht. Da werden irgendwelche Insellösungen geschaffen, 100 Meter, 200 Meter zwischen dem einen Kreuzungspunkt zum anderen, auf die Straße gemalt, irgendetwas, Schmalstrich, Breitstrich, was auch immer. Das ist nichts, was mit dem der Radfahrer was anfangen kann. Der braucht so ein Leitsystem, der braucht Radwege, Radverkehrsanlagen, die durchgängig durch die Stadt gehen. Das ist ganz wichtig. Er muss erkennen, dass er in der Stadt willkommen ist und nicht als Rastgröße der Mobilität angesehen wird. Ich will gar nicht über das Zu-Fuß-Gehen sprechen. Das funktioniert ja noch auf eigenen Gehwegen. Aber der Radfahrer sitzt zwischen dem Autofahrer, zwischen dem ÖPNV, dem parkenden Verkehr und dem Fußgänger. Er braucht einfach den Platz, den er benötigt. Und den hat er nirgendwo. Weder in Berlin, noch in München, noch in Karlsruhe, noch in Erlangen, noch in Frankfurt. Und darum kämpft der ADFC, dass dieser Platz sozusagen ihm gegeben wird. Das Fahrrad existiert jetzt 199 Jahre. Es war der Mobilitätsbringer damals, nachdem das Pferd sozusagen nicht mehr die Vorteile gebracht hat. Im nächsten Jahr in Mannheim werden wir 200 Jahre feiern. Herr Dobrindt hat mir in einem persönlichen Gespräch gesagt, dass er das Jahr nutzen wird, um dem Thema Fahrrad einen besonderen Input zu geben. Er hat mir auch vollmundig von seinem Radweg Deutsche Einheit berichtet in seinem Gespräch. Ein tolles Produkt, sicherlich im Tourismusbereich. Digitale Radwege, 1000 Kilometer durch Deutschland. Das ist aber nicht alles. Wir brauchen in den Städten den Umsatz, die Neuaufteilung des Raumes, das ist mir ganz wichtig. Ich bin selber Kommunalpolitiker, das kann man in meiner Vita lesen. Ich habe jeden Tag den Kampf um jeden Parkplatz in der Stadt. Wenn ein Parkplatz wegfallen soll, gibt es sofort den Aufschrei aller Bürgerinnen und Bürger. Ich habe gelernt heute Mittag, dass man den Menschen die Autodroge, ich provoziere jetzt mal, nehmen muss, um anders zu denken zu müssen. Er muss multimodal denken. Wir haben das von der Frau Nikutta gehört, dass
der ÖPNV ganz wichtig ist, dass die Vernetzung aber noch wichtiger ist. Die Vernetzung, und dafür reden wir heute hier, aller Verkehrsarten miteinander. Ob das rechtlich alles okay ist, da sollen sich dann die Wissenschaftler mal drüber streiten, ob die Daten, ob das Datensammeln sozusagen so einfach ist in einer Wolke, in einer Cloud, um dann zu sagen, rückzuspiegeln, dass an der Kreuzung nicht dieser fürchterliche Rechtsabbiegeunfall mit dem LKW passiert, dem Radfahrer. Das macht nämlich die Situation auf den Straßen für Mütter und Väter, die ihre Kinder alleine zur Schule schicken wollen, nicht einfacher. Nämlich die müssen entscheiden, wie bringe ich denn heute mein Kind zur Schule? Das ist das Tagesgeschäft, was 100.000 millionenfach in Deutschland abgeht. Nein, sie bringen es zur Schule, erzeugen wieder mehr Autoverkehr. Das wird durch Elektromobilität nicht besser vor den Schulen. Ich rede jetzt als Kommunalpolitiker, sondern da stehen weiterhin Staus vor den Schulen, die ihre Kinder rauslassen. Das muss sich ändern in Deutschland. Wir müssen eine andere Denke zum Thema Mobilität entwickeln. Und dafür danke ich hier die CDU-CSU-Fraktion, dass sie das Thema aufgegriffen haben, um mal grundsätzlich auf Bundesebene zu sprechen. Nämlich die Länder brauchen Orientierung und insbesondere brauchen die Kommunalpolitiker Orientierung. Sie wollen wissen, wie kann ich das organisieren? Und deshalb plädiere ich dafür, einen ganzheitlichen Ansatz, alle Verkehrsarten miteinander zu betrachten. Und wenn wir auf die Elektromobilität nochmal gehen, wir haben 1,5 Millionen Pedelecs am Laufen. Die Bundesregierung könnte sagen, wir lehnen uns auch zurück und sagen, läuft ja 1 Million auf den Straßen. Diese 1,5 Millionen sind ohne Förderung passiert, ohne. Viele Menschen haben erkannt, dass es funktioniert. Dass sie jetzt 5, 10, 15 Kilometer mit einer Stromladung und noch mehr zur Arbeit fahren können. Aber dazu, jetzt komme ich wieder zum Anfang, brauchen wir Infrastruktur, die das möglich macht. Und jetzt komme ich auch wieder zu einem Punkt, den auch die Bundesregierung aufnehmen kann. Wenn man schon einen Radweg deutscher Einheit kreieren will in den nächsten Jahren, dann sollte man auch darüber nachdenken, Radschnellwege zu finanzieren. Nämlich, wenn das Bundesverkehrsministerium sagt, wir können keine Radwege bauen, wir können nur über die Länder finanzieren, brauchen wir aber auch einen Impuls von Berlin aus in die Regionen, dass Radschnellwege mitfinanziert werden. Sie sind stauentlastend. Das hat nämlich die Analyse gezeigt zum Radschnellweg RS1 im Ruhrgebiet, aus dem ich komme. 100 Kilometer quer durchs Ruhrgebiet. Das entlastet die A40 um 40.000 Fahrzeuge jeden Tag. Wenn das kein Punkt ist, mal ein Projekt mitzufinanzieren aus Bundesebene und auszuprobieren, dann weiß ich auch nicht, wie man zukünftig Radverkehr nur mit Worten finanzieren will. Dankeschön. Ja, dankeschön. Herr Wieseke, wir haben begonnen mit der Frau Dr. Nikutta. Sie gehören jetzt zu der Gruppe oder vertreten die Gruppe, nämlich die Interessen der Fahrgäste, die diese Unternehmen, die diese Linien täglich nutzen. Ihre Vorstellung von urbaner Mobilität. Ja, herzlichen Dank. Und da möchte ich gleich sagen, normalerweise sind wir einer täglichen Auseinandersetzung als Berliner Fahrgastverband mit der BVG. Und das ist auch durchaus manchmal eine harte und zielorientierte Auseinandersetzung. Ich habe aber eins jetzt bemerkt, und das fand ich spannend, dass in grundsätzlichen Dingen es zwischen der BVG und dem Berliner Fahrgastverband keine großen Unterschiede gibt. Das fand ich dann doch, das ist für mich erstmal sehr aufbauend, dass es so ist. Und es hilft mir auch im Alltag mal weiter, wenn wir dann doch mal wieder einen harten Diskussionspunkt haben. Ich möchte nur eine Sache noch vorneweg sagen. Berliner Fahrgastverband, wir sind der älteste deutsche Fahrgastverband überhaupt. 1980 gegründet worden in West-Berlin, Charlottenburg. Und die CDU kann an sich knüpfen, dass sie nämlich einen Rat des Berliner Fahrgastverbandes 1983 aufgenommen hat unter dem neuen regierenden Bürgermeister Richard von Weizsäcker, nämlich die S-Bahn in West-Berlin zu retten. Das war unser Vorschlag und die CDU hat es damals mit dem neuen Bürgermeister aufgegriffen. Also die CDU kann auch Großstadt und kann auch Großstadtverkehr. Als ich mir überlegt habe, wo will ich hin mit Urbanität, und da hat ja Frau Dr. Nikutta einige Stichworte gegeben, da bin ich sehr wohl auch Ihrer Meinung zu sagen, das Rückgrat der Mobilität in den Städten und in den Ballungsräumen ist der ÖPNV. Und dann habe ich mir ein paar Städte in Deutschland mal ausgeguckt, die ich denke, dass die besonders gut starten können bei diesen Sachen. Und da kann man darüber diskutieren, warum ich die gerade genommen habe. Das ist meine Heimatstadt Berlin, die hat gute Voraussetzungen. Das ist durchaus auch München, das ist Leipzig, das ist Esslingen und Eberswalde.
ganz unterschiedliche deutsche Städte, aber auch, um mal zum Nachdenken, ganz bewusst nicht die Freie und Hansestadt Hamburg. Hamburg hat sich nämlich ganz bewusst gegen ein Elektromobilitätssystem gerade entschieden, nämlich dem Wiederaufbau eines Straßenbahnnetzes. Und das halte ich für eine grundlegende falsche Entscheidung jenseits aller Parteibücher. Deutschland hat in vielen Regionen gute Grundlagen für moderne ÖPNV-Systeme. Und wenn Frau Dr. Nikutta erwähnt, dass hier die Straßenbahn erfunden wurde in Berlin, ein Kilometer am Lehrter Bahnhof war 1879 das Ausstellungsgelände, wo Werner von Siemens die elektrische Bahn vorgestellt hat. Wir können seit 1881 Elektromobilität in diesem Land. Seit 1881. Und was machen wir da draus? Wir reden über Elektroautos. Mit Verlaub, die Elektroautos werden die Verkehrsprobleme der urbanen Räume nicht lösen. Jetzt kommt aber ein Seitenhieb. Ich bin im Hauptberuf Mitarbeiter der Deutschen Post. Und wenn ich mir dann solche Flotten wie von DHL und UPS und so weiter angucke, ja, da kann ich es machen. Und ich glaube, dass ich das für viel zielorientierter halte, dort wirtschaftlich vorzugehen, als privaten PKWs. Flottenansatz richtig, halte ich aber dann doch wichtiger für solche Unternehmen, die kleinere Distanzen zu bewältigen haben, da halte ich für einen guten Einstieg. Ist aber natürlich nicht mein Hauptthema, ich bin Fahrgastvertreter. Ich würde also noch auf einige Sachen hinweisen wollen. Die Sicherheit ist hier noch gar nicht erwähnt worden. Da habe ich aber eine Erfahrung in dieser Stadt gemacht. Der Verkehrsverbund von Berlin-Brandenburg hat vor 3 Jahren mal eine Untersuchung gemacht, Thema Sicherheit, und da heraus kam eine Formulierung SUSI, subjektive Sicherheit. Sicherheit ist in ganz vielen Fällen eine Frage der Information. Ein schlecht informierter Mensch ist ein unsicherer Mensch. Und da haben wir an ganz vielen Stellen in Deutschland noch Nachholbedarf, auch in der Frage der Vernetzung. Es nützt mir ja nichts, wenn ich die gute Information bekomme, wie ich mit meinem lokalen Verkehrsmittel wegbekomme, ich dann aber nicht die andere Information vom anderen System bekomme. Das ist eine Frage, wo sich alle an die eigene Nase fassen müssen und auch weiterarbeiten müssen. Ich würde mal Ihnen noch einige Beispiele sagen, wo die Reise hingehen kann und wo wir weitermachen müssen. Wie auch die ÖPNV-Nutzung in Deutschland unterschiedlich verteilt ist. Wenn ich die ÖPNV-Nutzung in Deutschland hochrechne auf eine Stadt wie Berlin, dann wäre Stadt eine von 16 Millionen Einwohnern. Berlin wäre, wenn ich die durchschnittlichen ÖPNV-Nutzung jeden Tag sage, und wir wissen selber noch, welche Möglichkeiten wir Berlin eigentlich haben, noch mehr Leute vom ÖPNV, vom Fahrrad und vom Laufen zu überzeugen. Deshalb, Herr Süberg, ich kann Ihnen auf jeden Fall nur recht geben, ich bin froh über jeden Menschen, der morgen sagt, ich nehme das Fahrrad, denn der ist nämlich nicht in der U-Bahn und macht sie voller, sondern er tut was für seine Gesundheit und entlastet auch die anderen Systeme. Das ist, aber dann muss ich mir auch die Frage stellen, wo kann ich das Fahrrad abstellen, wenn ich zum Beispiel in einem Siedlungsgebiet wohne und dort zum Schnellverkehrssystem hinfahre. Ich möchte aus der Region 2 Städte erwähnen, die man relativ gut vergleichen kann, um auch mal ÖPNV-Nutzung darzustellen, wo wir hin, dass ÖPNV-Nutzung auch mit Angebot zu tun hat, mit Angebot, was ich jederzeit verfügbar haben muss. Das sind die Städte Strausberg und Falkensee. Strausberg östlich von Berlin, Falkensee die jüngste Stadt des Bundeslandes Brandenburg. Ein Strausberger hat von morgens 5 Uhr bis abends 0.30 Uhr einen 20-Minuten-Takt in die Metropole und er hat ein kleines lokales Straßenbahnnetz mit hochmodernen Fahrzeugen, die gleichen, die Frau Dr. Nikutta nutzt. Falkensee hat das alles nicht, mit dem Ergebnis, dass der Falkenseer, dass der Strausberger 3-mal häufiger den ÖPNV nutzt als der Falkenseer. Das heißt, es ist auch sehr wohl eine Frage der Angebote und da kann es dann auch ruhig länger dauern. Die S-Bahn ist dann nicht das Allerschnellste, aber ich muss nicht nachdenken in Strausberg. Ich gehe halt zum Bahnhof und kann das eben nutzen. Jetzt noch mal auf mein Eingangsstatement einzugehen. Warum habe ich diese Städte Berlin, München, Leipzig, Esslingen und Eberswalde erwähnt? Es sind alles Städte, die Elektromobilität jeden Tag praktizieren mit den Systemen, die für ihre Größe angemessen sind. Berlin und München haben U-Bahnen, haben Straßenbahnen, haben S-Bahnen. Dort kann man weitermachen. Für Berlin heißt das für mich klare Ansage, Ausbau des Straßenbahnnetzes. Herr Wegner ist
Bundestagsabgeordneter von Spandau, klare Ansage, die lokalen Probleme einer 250.000 Einwohnerstadt wird man nur mit einer Straßenbahn lösen können. Das ist meine feste Aussage. Spandau ist von der Größe, da müssen wir gucken, wie wir das an das Berliner Straßenbahnnetz anschließen. Reden Sie mal mit Ihrem Kollegen Spalek von der CDU in Mitte, der ist da wesentlich innovativer. Und das sind die Fragen und dann noch die anderen Städte, Esslingen und Eberswalde. Ja, das sind Städte, die U-Bus-Systeme haben, eine funktionierende Elektrobustechnik, die auch schon über 100 Jahre alt ist, über 100 Jahre angewandt wird. Und da wäre dann auch die Frage bei diesen ganzen Diskussionen über die modernen Elektrobusse, ja, wieso machen wir nicht eine Kombination aus beidem, ein U-Bus-System, aber um dann die letzte Meile zu erreichen, verzichte ich eben dann darauf und nutze dann die hoffentlich funktionierenden Batteriesysteme. Ich glaube, die Stadt Esslingen macht dort gerade Versuche in diese Richtung. Das halte ich auch für richtig und wichtig. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Ansatz. Wir haben in Deutschland wunderbare Voraussetzungen. Viele deutsche Städte und Ballungsräume haben Strukturen, aber wir müssen in diese Infrastrukturen investieren, wir müssen sie erweitern und leistungsfähiger machen, wir müssen Angebote schaffen. Da hapert es noch ein bisschen. Danke. Ja, danke schön. Mit Blick auf die Uhr und auch um Ihnen die Möglichkeit zu geben, in die Diskussion einzusteigen, bevor wir jetzt hier zwei Runden auf dem Podium drehen und ich dann sage, danke, das war's. Schluss würde ich jetzt gerne Ihre Fragen zulassen, wenn Sie vielleicht bitte einfach ein Mikrofon nehmen, sagen, wer Ihr Ansprechpartner ist und eine Frage stellen, dann könnten wir gleich in die Diskussion einsteigen und dann machen wir lieber hier eine Schlussrunde, um die Diskussion jetzt so zu befördern. Gibt es nach den durchaus spannenden und auch mit der ein oder anderen Provokation versehenen Eingangsstellungnahme Fragen, Anmerkungen, dann bitte sind Sie jetzt an der Reihe. Na, alle erschlagen, Teil 2, dann machen wir hier oben weiter. Würde ich den Staatssekretär Norbert Bartle noch mal fragen wollen. Der Herr Sieberg hat gesagt, Länder und Kommunen brauchen die politische Orientierung. Jetzt ist es ja so, Sie warten auch, so habe ich es verstanden, auf diese Orientierung. Sie haben schon gesagt, zuständig sind zunächst Länder und Kommunen. Wird hier von allen Seiten dann an einem Strang gezogen oder wo könnte man sich besser noch vernetzen und welche vielleicht auch konzeptionellen gemeinsamen Ansätze wären da noch zu finden? Ja, das ist ein weites Feld, denn tatsächlich ist es ja so, dass bei den Verkehrsträgern die Zuständigkeiten sehr unterschiedlich aufgeteilt sind zwischen Bund und Ländern. Die Frage kam ja auf, ob wir zum Beispiel die Radschnellwege mitfinanzieren könnten. Da muss man einfach klar sehen, wir finanzieren Bundesfernstraßen und wir finanzieren Radwege entlang von Bundesstraßen, aber nicht in den Kommunen. Da sind die Kommunen und die Länder dafür zuständig. Und bei allem Respekt, Herr Sieberg, das Argument, dass so ein Radschnellweg ja dann die Straße entlastet, das mag wohl richtig sein. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir dann mitfinanzieren. Der Berliner Flughafen entlastet die Autobahnen auch erheblich und wir sind zwar am Berliner Flughafen beteiligt, aber bei allen anderen Flughäfen sind wir nicht beteiligt. Wir bauen keine Flughäfen, wir finanzieren keine Flughäfen, obwohl die Straßen entlasten. Insofern ist dieses Argument halt nicht durchgängig zu gebrauchen. Aber ich gebe Ihnen einem recht, Radschnellwege sind eine tolle Sache. Ich habe es in Göttingen gesehen. Da gibt es einen Radschnellweg vom Bahnhof bis zur Uni, der ist höchst frequentiert. Die Studenten kommen mit dem Zug an und schnappen sich ein Fahrrad und fahren zur Uni. Das funktioniert bestens. Und wenn Berlin sich nicht entschieden hätte, seine S-Bahnen, die S-Bahnbögen mit Kneipen und Ähnlichem zuzupflastern, dann könnte man da unterhalb der S-Bahn wunderbare Radschnellwege haben. Hat man aber leider nicht. Da muss man vielleicht künftig bei der Städteplanung daran denken und solche Infrastrukturen dann gleich vernetzt planen. Also
Radschnellwege sind eine tolle Sache, finde ich vollkommen richtig, kann ich nur ermuntern, die entsprechend auszubauen, denn damit kann man viel erreichen innerhalb der Städte. Und mit den Pedelecs, mit den E-Bikes ist es tatsächlich so, dass man halt auch den Berufsweg, selbst in hügeligen Regionen wie bei mir zu Hause, inzwischen mit dem elektrisch betriebenen, unterstützten Fahrrad machen kann, was bisher nicht möglich war. Da entwickeln sich ganz neue Perspektiven. Also an der Stelle kann ich nur ermuntern, voranzugehen. Allerdings empfehle ich sehr, keinen Verdrängungswettbewerb zu machen. Also nicht das Rad anstatt des Autos, sondern am sinnvollsten ist es unserer Ansicht nach immer, wenn man jedes Verkehrsmittel getreu seiner spezifischen Einsatzmöglichkeiten fördert. Jedes Verkehrsmittel so einsetzen, wie es am besten zum jeweiligen Mobilitätsbedarf passt. Und dazu gehört eben auch das Auto. Also die Verteufelung des Autos, glaube ich, führt uns da nicht weiter. Man erhöht nicht die Akzeptanz für einen Verkehrsträger, indem man einen anderen schlecht macht, sondern indem man den Verkehrsträger attraktiv macht. Das muss das Ziel sein. Und deshalb auch mehr Attraktivität im ÖPNV kann man auch erreichen, indem wir die Digitalisierung nutzen. Also die Planbarkeit dessen verbessern, erleichtern, die Bezahlsysteme erleichtern, sodass es einfach bequemer und leichter und zugänglicher wird, verschiedene Verkehrsträger aktuell zu nutzen für mein jeweiliges Mobilitätsbedürfnis. Wenn uns das gelingt, dann können wir die Verkehre, glaube ich, noch deutlich entzerren. Ja, danke, Norbert Bartle. Und die Frau Dr. Nikutta, die wartet schon darauf, dass ich hier wegdrücke und sie darf. Genau. Herzlichen Dank, Herr Staatssekretär Bartle. Sie sprechen mir aus der Seele. Wir sollten die Attraktivität wirklich aller im Auge behalten und da auch berücksichtigen, wie viele Personen werden durch das jeweilige Verkehrsmittel befördert. Also, ich sage mal, da und da wäre mein ganz dringender Wunsch, dass ein Bus, in dem 100 Leute sitzen, bevorzugt wird vor einem Auto, was in dem 1, irgendwas Personen im Durchschnitt sitzen. Weil das ist natürlich, dann, damit kriege ich dann auch noch mal eine Entlastung in die Städte. Und ich bin ein großer Fan von Fahrrädern und fahre die auch extrem gerne. Schwierig wird es für uns, wenn es regnet. Und die Fahrradfahrer beschließen, die nicht die originäre Nutzung zu nehmen, sondern die Nutzung der vollbesetzten U2 in der Morgenspitze mit ihrem Fahrrad. Das sind Themen, denen müssen wir uns in der Perspektive auch stellen. Denn das Wort heißt Personenbeförderung, Personen. Und da heißt es eben, Fahrrad ist eben ein Fahrrad, mit dem sich die Personen selber bewegen. Da, glaube ich, müssen wir uns auch alle ein Stück weit ehrlich machen. Vernetzung bedeutet eben auch dieses. Und Carsharing ist ein super Angebot. Das ist aber ein Zusatzangebot, was der überwiegende Anteil der Autos in Berlin, die genutzt werden, die geshared werden, ist im ohnehin gut ausgebauten Innenstadt-S-Bahn-Ring. In den Außenbezirken passiert das eher selten, dass es Carsharing-Angebote gibt oder genutzt werden. Das heißt, hier führen auch diese Angebote grundsätzlich eher zu mehr Autoverkehr als zu weniger. Ja, danke, Frau Dr. Nikutta. Und dann kam hier gleich zu meiner Rechten auch wieder eine provokante Äußerung, also doch Bevorzugung des Autos. Herr Sieberg, wir hatten zum einen gerade den Fahrradschnellweg und natürlich die Einlassungen von der Frau Dr. Nikutta, die, glaube ich, eine Antwort geradezu herausfordern. Ja, danke schön. Herr Bartle, ich glaube, ich habe nicht gesagt, dass ich das Auto verteufel oder dass wir in Konkurrenz gehen wollen. Ich habe gesagt, wir müssen von der Droge Auto weg. Das ist was anderes, meine ich. Ich bin selber sozialisiert worden mit dem Auto. Hatte mit 17,5 damals schon den Führerschein und habe nur gewartet, dass ich 18 wurde. Also bin ich sozialisiert worden mit dem Auto. Das ist schon ein bisschen länger her. Und wenn ich aber heute höre, dass dieses Mobilitätsverhalten, der Kauf eines Autos, der Erwerb eines Führerscheins massiv zurück, nicht massiv, aber er geht zurück. Es gibt ja keine verlässlichen Untersuchungen dazu, aber er geht sichtlich zurück, weil die Menschen, junge Menschen in den Städten, haben wir vorhin auch gehört, ich habe es jetzt zum 15. Mal gehört, durchaus nicht mehr das Auto bevorzugt. Das heißt, es gibt doch einen Nutzerwandel.
zu beobachten. Ich möchte nur noch mal eins vielleicht in Richtung des Bundesverkehrsministeriums geben. Wir beobachten immer, wer nutzt denn überhaupt? Wir haben als ADFC eine Portland-Studie immer so im Hinterkopf. Portland, Oregon, 580.000 Einwohner im Nordwesten Amerikas. Die haben mal untersucht, in ihrer Stadt, wie das nutzt, warum die Menschen nicht aufs Fahrrad steigen. Und da haben sie festgestellt, dass 0,6%, das sind die Ewigradler, die fahren auch bei jedem Wetter, auch bei Schnee. Dann gibt es 6%, das sind so wie ich, die fahren dann mal ja, mit dem ÖPNV, mit dem Fahrrad, also so. Dann gibt es 30%, die man nie aufs Fahrrad kriegt. Aber 60% von diesen Menschen in Portland würden gerne, aber sie trauen sich nicht. Weil genau das passiert, was ich beschrieben habe. Unfälle, Angsträume, zu dichtes Überholen, all sowas. Sowas erwarte ich eigentlich auch mal in Deutschland. Solche grundlegenden Untersuchungen in ausgesuchten Städten wie Berlin, Erlangen, ich weiß nicht wo alles, wo man das mal machen kann, über 5 Städte in Deutschland, das mal zu untersuchen. Und dann hätten wir Zahlen, vielleicht ähnlich wie Portland, und sagen, aha, jetzt können wir doch mal überlegen, welches Verkehrsmittel wir vielleicht demnächst fördern werden. Ja. Das ist ein gutes Stichwort, welches Verkehrsmittel wir fördern werden. Die Frage ist, wo wir die schnellsten Effekte bekommen. Wir wissen alle, die Klimadiskussion muss ich nicht erwähnen. Und ich möchte jetzt fragen, wie ich jetzt die Aufgaben der nächsten 20, 25 Jahre stellen kann. Und da sehe ich sie eben nicht bei Elektroautos, sondern eben in Systemen, die auch große Massen befördern können. Ein Elektroauto, hatte ich ja schon gesagt, ist eine wichtige Sache für Flotten von Firmen. Das würde ich gar nicht bestreiten, das ist richtig. Im Privatfahrzeugbereich sehe ich da keinerlei Effekte. Tut mir leid. Es mag, wenn jetzt gestern die Deutsche Bahn oder vorgestern stolz verkündet, dass man da toll Elektroautos mieten kann, dann kriege ich als Berliner schon einen Lachkrampf. Die kriegt es nämlich nicht mehr fertig, wenn ich eine Bahncard 50 habe oder 25 und eine City-Option habe für Berlin, dann gilt die bloß im Tarifgebiet A. Wenn ich also nach Marzahn oder Steglitz fahre und das System von Frau Dr. Nikutta nutze, dann werde ich schon zum Schwarzfahrer. Das kriegt die Deutsche Bahn mit der BVG seit über einem Jahrzehnt nicht geregelt. Aber stolz, diese Woche verkünden, man macht E-Autos. Macht bitte erstmal eure Hausaufgaben. Muss man hier mal in aller Deutlichkeit sagen, das ist eine Sache, dass hier auch mal Dinge offen angesprochen werden. Und was mich eben auch ärgert, ist, so sehr ich hier in Berlin diesen Elektrobus mir gerne angucke, so haben wir es mit einem gewissen Spott als Fahrgastverband begleitet, weil wir natürlich sehen, wir haben eben ausgereifte Systeme, die wir jetzt nutzen können. Und da müssen wir auch ansetzen. Es heißt nicht, dass ich dieses System grundsätzlich verteufle, darum geht es überhaupt gar nicht. Aber man darf sich davon keine Wunderdinge versprechen. Sie werden den Verkehr in den Metropolen nicht bewältigen, dafür brauche ich Hochleistungssysteme. Und die Busse, über die ich hier rede, das mögen vielleicht auch später mal größere Gefährte sein, aber Hochleistungssysteme sind Straßenbahnen, sind S-Bahnen, sind dann auch mal gelegentlich U-Bahnen. Wobei ich den U-Bahnen immer sehr skeptisch bin. Ich habe mal bei einer Sitzung in der parlamentarischen Gesellschaft den Satz gehört, eine U-Bahn rechnet sich in einer Stadt ab 2 Millionen Einwohnern. Wie viele deutsche Städte haben 2 Millionen? Richtig, eine. Da stellt sich nämlich schon die Frage, ob man da die richtigen Entscheidungen fällt. Denn diese Systeme, und das hat ja Frau Dr. Nikutta auch angedeutet, haben ja eine extrem lange Vorlaufzeit und sind auch extrem teuer in der Finanzierung. Das heißt, nutzen wir die Systeme, die wir haben, nutzen wir Systeme, die wir schneller bekommen können. Und jetzt ist hier noch ein kurioses Wort gefallen, der Radschnellweg. Und da ist hier in Berlin was Merkwürdiges passiert, da haben Leute auf den Stadtplan geguckt, wir haben hier eine ungenutzte Eisenbahntrasse. Die älteste preußische Eisenbahnstrecke, die Stammbahn, das ist die alte Eisenbahnstrecke von Berlin nach Potsdam. Liegen 2 Gleise für die S-Bahn, aber die für die historische Fernbahn liegen brach. Und in dem Augenblick, wo Berlin zum großen Sprung ansetzt, wieder zur 4-Millionen-Stadt zu werden, wird gesagt, na, das können wir doch mal als Fahrradschnellweg benutzen. Das wird nicht gehen. Erstens sind die Investitionen für so einen Fahrradschnellweg viel zu hoch, weil der ja nicht ans öffentliche Straßenland angebunden ist. Und zweitens, wenn ich den jetzt umnutze und dann im Jahre 2030 sage, ich will jetzt hier aber doch die Eisenbahn fahren, um den Regionalverkehr zu stärken, um den geht es nämlich, dann möchte ich mal den Ärger der Fahrradfahrer sehen, dass ich sage, ich nehme hier wieder was weg. Das heißt, meine Forderung ist, wir müssen auf dem bestehenden System aufsetzen. Wir haben in allen deutschen Ballungsräumen sehr gute Schieneninfrastrukturen und so weiter, gute ÖPNV-Systeme. Die muss man doch stärker fördern. Und auch mit Verlaub,
Ich bezahle für meinen Parkplatz in der Berliner Innenstadt 100 Euro. Das finde ich auch im Monat ziemlich angemessen. Das kostet halt Geld. Ja, aber wieso verlangen wir nicht Geld dafür? Versuchen Sie mal in der freien Schweiz einen Parkplatz zu finden, unbezahlt. Die Freiheit des Bürgers macht sich nicht davon aus, ob er einen unbezahlten Parkplatz findet. In Deutschland wird sowas als Selbstverständlichkeit genommen. Verstehe ich nicht. Warum muss das so sein? Wieso darf ich meine 20.000, 30.000 Euro auf die Straße stellen? Das möchte ich mal mit meiner Wohnungseinrichtung probieren. Die könnte ich ja auch mal auf die Straße stellen. Das heißt, nutzen wir die bestehenden Systeme besser aus, setzen wir da an, was jetzt schnell Effekte bringt. Das ist meine Intention. Danke. Ja, danke schön, Herr Bracher. So viele Stichworte auf einmal für jemanden, der sich wissenschaftlich damit auseinandersetzt. Gut, ich denke, auch der letzte Beitrag hat gerade gezeigt, dass die Debatte eben oft nicht nur von verkehrswissenschaftlichen oder wirtschaftlichen Überlegungen beispielsweise, was Effizienz angeht oder was Kosten-Nutzen-Vorteile angeht, geprägt ist, sondern auch von bestimmten Denkstrukturen. Und über diese Denkstrukturen haben wir eben dieses autoorientierte Denken seit Jahren in den Städten und kommen dort nicht so richtig weiter. Ich spreche vor allem das Thema Flächenumverteilung an. Gerade wenn sich Verkehrsverlagerungen ergeben in den Städten, dann muss man auch für den Radverkehr den Platz finden. Der ÖPNV hat eine Zeit lang eigene Flächen bekommen. Jetzt ist diese, in den letzten Jahren war das nicht mehr so offensiv. Das Thema Flächenumverteilung, wie gehen wir mit dem öffentlichen Raum um, ist eine Frage, die man offen abwägen können muss. Und hier haben die Kommunen auch nicht die notwendigen Freiheiten, damit umzugehen. Gerade was Bundes- und Landesstraßen angeht, sind die vor allem die Landesverwaltungen an Vorgaben gebunden und die Kommunen haben nicht die Freiheiten, dort so zu entscheiden, wie sie das gerne machen würden. Hier, denke ich, gibt es durchaus Spielräume, die kann man vom Bund aus über den Rechtsrahmen gestalten kann. Wir haben gestern gehört, dass Tempo 30 jetzt ein Stück weit erleichtert werden wird, vermutlich, wenn die StVO-Novelle kommt, die Herr Minister Dobrindt angekündigt hat. Aber die Städte wünschen sich hier weitergehende Freiheiten, weitergehende Möglichkeiten, eben das zu machen, was sinnvoll ist. Das können Radstreifen sein auf bestimmten Straßen. Das können auch weitergehende Temporegulierungen sein. Das können Begegnungszonen sein in den Innenstädten. Im Ausland sieht man, was man alles tun kann, um den Verkehr gut in den Griff zu bekommen. Und unser Rechtsrahmen in Deutschland bindet dort viele Verwaltungen an etwas klassisches, überkommenes System. Und hier, denke ich, hat auch die Bundesregierung noch einiges an Möglichkeiten, den Städten die Möglichkeit zu geben, dort Flächen umzuverteilen, um diese Veränderungen im Verkehr, die sich hier anzeigen, die sich auch mit dem veränderten Mobilitätsverhalten der jungen Erwachsenen dokumentieren, um die zu fördern. Also insoweit, denke ich, das ist nicht nur ein Thema der anderen, sondern das Thema hat Handlungsmöglichkeiten auf allen Ebenen, auch eben auf der Ebene des Bundes. Ja, herzlichen Dank, Herr Bracher. Nachdem bei mir auf dem Plan steht, dass ich um 18.20 Uhr schließen muss, darf ja, und dann der Hans-Peter Uhl die Zusammenfassung macht, darf ich mich an dieser Stelle bei meinen, ja, so steht es bei mir drauf, und ich bin ja brav, ich folge meinen Anweisungen. Zumindest meistens, außer wenn ich frei gewählter Abgeordneter bin. darf ich mich hier bei meinem Podium bedanken? Und mir hat ein Satz besonders gut gefallen, den ich hier nochmal zitiere. Die CDU kann auch Großstadt und sie kann Großstadtverkehr. Herr Wieseke, das haben wir natürlich als CDU und CSU und als Union auch in diesem Raum sehr gerne gehört. In diesem Sinne, danke für die lebhafte Diskussion.